Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, ich bin langsam wieder am Stissel. 90% Gesundheit habe ich wieder zurück. Und wie schon auf Facebook angekündigt, gibt es heute ein kleines, ja, wie nenne ich es, ganz einfacher, deutsch versus ausländischer einfacher. Und zwar, ich habe mir mal hier drei Sorten geholt von dem deutschen, ausländischen, ja. Die 250 Gramm sind ja aktuell von Alfacher Feucht. 250 Gramm, 23,50 €, ja, ist auch schon wieder so eine nette Verarsche. Also krasser Preis auf jeden Fall, wenn man überlegt, dass man so für 15 € etwa ein Kilo bekommt, ausländischen Alfacher, ja. Aber okay, ja. Wie wird das Ganze geliefert? Also hier eine schöne Box, pipapo. Bekommt er dann hier, hier drin ist dann noch so eine weiße Box, die Öffnung, Schließdeckel, pipapo sind jetzt, naja, ihr seht selber, wie lose die hier sind, also es ist wirklich auch nicht zu, ja. Aber okay, ja, das Ganze rot, feucht und, was man sagen muss, geruchlich, schon relativ intensiv. Er ist jetzt nicht so ganz krass überfeucht, aber hat auf jeden Fall meiner Meinung nach eine perfekte Feuchte, der deutsche, ausländische, ja. Wir haben hier Zitrus with Mint, dann habe ich hier noch Grapefruit Mint und Vanille. Der Grapefruit Mint, der riecht nicht so sehr intensiv, der Vanille ist extrem geil, ja, der riecht wirklich nach so Bourbon Vanille, ja, also mega lecker riecht der, er riecht mega lecker, Freunde, merkt euch das. Auch der Zitrus Mint, Orange, Zitrone, Minze. Riecht auch sehr, sehr geil. Ja. Also von der Kombi her 1A. Und ja. Setup: Amy Bros, LNFS Tonkopf, Hasan Pasha 1.0, 3 Tomko Kocha Gold und Magic Glass Feinline Shisha Schmidt Edition. Gibt's nicht zu kaufen, Freunde. Ja. Wir kommen erstmal zum Rauch. Ja, Freunde. Alles deutet darauf hin, okay, das ist der ausländische Alfacher, der wieder in Deutschland erhältlich ist. In 250 Gramm. Vielleicht ein bisschen teurer, aber geil, Mann. Geil. Nein. Freunde, wir kommen jetzt zum Geschmack und zu meinem Fazit und zu meinem deutschen ausländischen Alfacher versus richtigen ausländischen Alfacher. Ja. Jeder, wirklich jeder oder ich hoffe jeder, der ausländischen Alfacher schon probiert hat oder viel raucht, und sich mal den Deutschen gegönnt hat, wird im Geschmack merken, es ist nicht der ausländische Alfacher. Ja. Grapefruit Mint, 50-60% der Intensität vom ausländischen. Zitrus with Mint, ist schon ein bisschen intensiver, kommt aber auch nicht ran. Vanille habe ich jetzt noch nicht probiert, ich habe auch nicht den ausländischen Vanille versucht, deswegen kann ich euch zum Vanille nicht viel sagen. Aber ich kann euch zu den beiden Sorten was sagen. Er ist gut, teuer und feucht. Aber auch dieser deutsch-ausländische Alfacher kommt nicht an den originalen ausländischen Alfacher ran. Ich weiß es nicht wieso. Ob hier die Komponenten zu wenig drin sind, ja, zu wenig Intensität oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt er nicht an den ausländischen ran. Ich weiß es nicht, er ist feucht. Ist auch alles gut eingezogen, also sind jetzt irgendwie nicht helle Blätter oder sowas drin. Ja, Schnitt ist mittelgrob, würde ich mal sagen, also völlig okay, kann man nicht meckern. Aber er kommt einfach nicht an den originalen ausländischen ran. Auch der Preis, ja gut, Preis ist vielleicht noch okay, wenn man das runterrechnet. Ja, ist es schon etwas teurer. Was kann ich euch jetzt sagen, Freunde? Citrus with Mint. Schmeckt gut, ja? Kann man nichts gegen sagen. Er ist relativ intensiv, aber die Sorten kommen einfach nicht an den originalen ausländischen ran. Ja? Auch wenn es betitelt wird, ja, Alfacher ist back und pipapo. Jeder, der ausländischen, originalen ausländischen schon mal geraucht hat, wird merken, nein, er kommt nicht ran. Es ist natürlich auf jeden Fall ein ganz krasser Gegensatz zu dem originalen deutschen Alfacher, den man auch mit diesem komischen Alfacher-Glycerin anfeuchten muss. Ja, Freunde, kauft euch nicht die 200 Gramm Dosen Alfacher, die trocken sind. Völliger,
völliger Scheiß, ja, völlige Verarsche. Die Intensität ist völlig für den Arsch, passt nicht. Die 250 Gramm kann ich euch empfehlen, falls ihr an ausländischen nicht rankommt. Es ist eine gute Alternative, aber es ist auf keinen Fall eine Alternative zu dem originalen ausländischen. Ja, das war mal so mein kleines Statement dazu. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem deutschen ausländischen 250 Gramm Malfacher haltet. Also, wie gesagt, jeder, der den originalen ausländischen geraucht hat, wird merken, das ist er nicht. Ja. Mir fällt gerade ein, ich muss meinen Counter, ja, geht ja richtig gut ab auf Facebook, meinen Counter muss ich ja wieder erhöhen. Freunde, 76. Kopf. Wir haben heute den 11. Februar, ich drehe das Video vor. Wie viele Köpfe habt ihr schon geraucht dieses Jahr? Jeder, der fragt, wie die App heißt, die einfach Counter eingeben im App Store oder bei Android Store, keine Ahnung was. Ja, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr vom Malfacher haltet, von dem 250 Gramm ausländischen und wie viel Köpfe ihr schon geböllert habt. Ja? Würde mich interessieren, Freunde. Und ja, jetzt noch eine kleine Ankündigung. Morgen, also am 13. quasi, gibt es einen schönen fetten Livestream wieder auf Twitch. Ja? Links unten in der Videobeschreibung. Schaut doch mal vorbei, könnt mir gerne folgen, kostenlos das Ganze. Es geht etwa 20 Uhr geht's los am Freitag und ich denke mal, wir werden so zwischen 4 und 6 Stunden streamen. Wir zocken CSGO mit Abonnenten zusammen, wir rauchen ein bisschen eine Question Answer, sowas. Mal schauen, ob ich noch ein anderes Spiel rankriege, was ich jetzt zocken will, ist aber nicht geplant auf jeden Fall. Counter-Strike Global Offensive, ich alleine, Matchmaking, oder wie heißt das, Waffenrüsten oder sowas, keine Ahnung, mit Abonnenten auf jeden Fall, wir holen euch dann ins TS und alles sowas. Das wird geil, Freunde, also schaut auf Twitch vorbei, folgt mir dort, wir sind schon über 1000 Follower. Vielleicht schaffen wir ja die 2000, ja? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einschalten würdet, Freunde. Ja, soweit alles gesagt zum Malfacher, Twitch, pipapo. Und ja, ich rauche das Köpfchen jetzt noch auf, Freunde. Das war's soweit. Ja, ich bin durch heute. Ich bin definitiv durch. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns einfach am Sonntag. Mal gucken, ob da mal wieder ein bisschen Beauty Palace mit eingespielt wird, Freunde. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns am Sonntag oder morgen im Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Yo, ich bin draußen. Ciao, ciao.